Sitzen ist schädlich für den Menschen und doch verbringen wir die meiste Zeit unseres Lebens vor dem Computer oder dem Fernseher. Statt draußen Fußball zu spielen, wird virtuell auf dem Computer oder an der Wii gespielt. Die gesundheitlichen Folgen werden außer Acht gelassen. Oder verteufelt man das Spielen mit dem Computer doch zu Unrecht? Fast scheint es so, denn Geräte wie die Wii werden mittlerweile auch gezielt in der Rehabilitation eingesetzt. Begleitet werden diese Projekte von Wissenschaftlern wie Robert Walter von der Universität Duisburg-Essen. Das Projekt I Like to Move It beschäftigt sich mit der Konzeption und Entwicklung von Spielen für Kinder und Senioren. Das bedeutet, wir entwickeln Spiele und achten dabei eben auf Interaktionskonzepte, die für diese Zielgruppen dann auch verständlich sind. Wir arbeiten mit verschiedenen Pflegeheimen, aber auch Medizintechnikherstellern und Krankenhäusern zusammen und führen dort zum Beispiel Fokusgruppentests durch. Als Endgeräte setzen wir Controller ein, die durch Bewegung gesteuert werden. Das bedeutet, dass der Spieler durch seine Gewichtsverlagerung zum Beispiel über ein Balanceboard versuchen muss, seinen Avatar im Spiel zu navigieren. Es ist wichtig, keine visuelle und auditive Reizüberflutung zu erzeugen, sodass die Zielgruppe Senioren, aber auch kleine Kinder mit dem Spiel gut interagieren kann. Die Bewegungsspiele fördern natürlich in erster Linie dann physiologische Fähigkeiten. Es werden aber auch kognitive Fähigkeiten gefördert. Darüber hinaus versuchen wir auch, soziale Aspekte zu fördern. Das bedeutet, wir entwickeln Spiele, die gemeinsam gespielt werden. Man muss also im Team gemeinsam ein Ziel erreichen. Und durch diese Zusammenarbeit wollen wir eben den sozialen Aspekt fördern. Es gibt bereits erste Ergebnisse aus diesen Fokusgruppentests, die eben zeigen, dass die Spiele sehr gut angenommen werden, dass entsprechend ein großer Bedarf und eine große Anfrage nach solchen Spielen da ist. Die Computerspiele und auch die verwendete Technik entwickeln sich beständig weiter. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis speziell für ältere Menschen designte Geräte in Pflegeheimen oder Krankenhäusern Anwendung finden. Wie die Spiele in den Alltag und die Rehabilitation mit einfließen können, beschreibt der Leiter des Projekts, Professor Mike Masuch. Also momentan kann man Spiele im Gesundheitsbereich in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen für die Wissensvermittlung, sodass wir Spiele einsetzen für unterschiedliche Szenarien, wo wir gesundheitsbewusstes Verhalten aufklären wollen. Und im zweiten können wir Spiele im therapeutischen Bereich einsetzen, wo es entweder um die Fitnesssteigerung geht oder für eine Rehabilitationsmaßnahme, wo wir gezielt mit therapeutischen Mitteln ergänzend zu einer bestehenden Therapie Spiele einsetzen als Motivatoren. Für spezielle Reha-Maßnahmen kann es sehr gut angewandte Serious Games geben, die sich einer bestimmten Maßnahme widmen. Das ist dann so wie Arzneimittelforschung, dann gibt es ein Serious Game für eine bestimmte Krankheit und für die Rehabilitation in diesem Bereich. Und da wird es dann auch gezielte Forschung zu geben. Momentan gibt es sehr, sehr viele einzelne Forschungsfelder, die sehr erfolgversprechende Ergebnisse zeigen. Aber das Ganze ist, wie gesagt, noch ein sehr junges Forschungsgebiet.